Ja, moin moin, der große Rote hier. Und weiter geht's. Wir gucken uns jetzt noch zwei Kommandanten an, die mit Thrones of Decay eine relativ große Überarbeitung bekommen haben. Das ist einmal der gute Balthasar Geld mit seinem Goldorden. Den gucken wir uns jetzt an. Der hat eine neue Startposition bekommen. Das heißt, normalerweise war er hier unten, ne? Und jetzt liegt er drüben in Cassay. Das heißt, komplett neue Gegner, komplett neue Startmechanik etc. Ja, er hat auch eine eigene Kampagnenmechanik bekommen, ne? Hat Zugriff auf die Magierakademien und kann Zauber rekrutieren sowie spezielle Kampagnenaktionen ausführen. Der Scheiß ist mega fucking OP. Also das ist wirklich absolut jenseits von Gut und Böse. Das erinnert so ein bisschen an an den Changeling. Er ist zwar noch nicht ganz auf dem Niveau von dem Changeling, aber wenn ihr die Kampagnenmechanik seht, ich werde euch die erklären, werdet ihr verstehen, was ich meine. Also das ist wirklich der Hauptprofiteur des ganzen DLCs, meiner Meinung nach. Ja, und wir werden uns auch nochmal den guten Karl Franz angucken, weil seine ganze imperiale Mechanik hat sich jetzt verändert. Seine ganze Summon the Elector Counts Mechanik ist und seine imperiale Autorität und so, das ist komplett neu. Oh ja, wir fangen mit dem guten Balthasar Geld an. Ja, wir haben ja noch so ein bisschen Energiereservekapazität für jeden Meister, Zauberer oder Helden in einer Armee. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn wir 19 Helden in der Armee haben, kriegen wir 19 mal 5 Energiereserve dazu. Das ist ganz nett. Und wir kriegen Rang des Helden Rekrutierung plus 2 für Kampfzauberer. Außerdem kriegen wir Einheitenerfahrung für alle Magier in der eigenen Armee. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wir sehr viele Magier auf ihm spielen werden tatsächlich. Kosten der Winde der Magie für Zauber der Lehre des Metalls verringern sich. Ne, das ist seine Primärschule. Und Rüstung für die eigene Armee ist sehr, sehr nett. Wir kämpfen unten gegen Cassay. Das heißt, gegen Armor. Also Armor ist halt gut gegen Pfeile. Wir haben dort unten auch noch Echsen und Untote. Können wir also gut profitieren. Ja, sonst seht ihr schon seine Startarmee. Wir starten hier mit einer Höllensturm-Raketenlafette und die ist auch absolut MVP gegen diesen ganzen Cassay-Infanterie-Spam, was uns im Early Game entgegenkommt. Mega, mega stark. Das ist absolut MVP. Und natürlich ist hier bei ihm sehr, sehr viel Magie, was entscheidend ist. Ja, die ganze Sache hat einen Haken. Und, was heißt ein Haken? Die ganze Sache von Balthasar Gates Kampagne ist sehr, sehr lustig. Man kann Balthasar Gates auf zwei Varianten spielen. Auf zwei groben Wegen. Der erste Weg ist, ihr bleibt unten in Cassay. Wenn ihr euren Startgegner quasi geplättet habt, kriegt ihr ein Dilemma, das heißt eine Entscheidung. Und dann könnt ihr entscheiden, ihr bleibt in Cassay oder ihr verkauft all eure eroberten Gebiete an den Eisendrachen und werdet nach Altdorf teleportiert. Kriegt dann, wenn ihr in Altdorf landet, kriegt dann, also ihr habt dann keine Siedlung mehr. Ne, nehmt alle eure Armeen, werden quasi nach Altdorf gepackt. Dann habt ihr 10 Runden lang einen Buff, wo ihr keinen Unterhalt für Einheiten habt. Ihr könnt euch im gegnerischen Gebiet verstärken, etc. pp. Habt noch Forschungsrate und so ein Bullshit. Und dann habt ihr quasi 10 Runden Zeit, euch von Altdorf aus, also Altdorf gehört euch nicht, sondern ihr landet wirklich nur mit der Armee dort, könnt ihr euch aussuchen, wo ihr dann mit Balthasar Geld hingeht. Das heißt, diese beiden großen Kampagnenstränge gibt es. Entweder bleibt ihr in Cassay oder ihr sagt, ihr gebt, nachdem ihr unten die Startfraktion getötet habt, gebt das alles auf, das Gebiet, und werdet dann nach Altdorf teleportiert und könnt dann rumlaufen und euch irgendwo anders hinsiedeln. Dementsprechend hat der sehr, sehr viel, sehr viele Optionen, was man damit machen kann, wenn man halt nicht hier unten in Cassay bleibt. Ja, wir werden aber erstmal so, ne, also wenn ihr nach Altdorf springt und dann irgendwo hingeht, das werden wir erstmal nicht behandeln. Da können wir irgendwann mal zukommen, wenn man 20 Züge geil zu Balthasar Geld machen oder so. Da, da können wir uns drum streiten, wenn das soweit ist. Aber jetzt werden wir erstmal uns nur seine Mechaniken angucken. Also, alles andere ist relativ gleich geblieben, ne? Aus Skillpunkt und Co. hat sich nicht viel verändert. Ein bisschen was hat sich dann doch getan in seinem Spezialbaum. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Aura der Aura der Härtung bekommen und physische Resistenz für ihn. Ja, wir kriegen ja nochmal Chance auf Verbreitung als solche, verringerte Chance, verringerten Verschleiß, mehr Verlust Verstärkungsrate.
Wir haben halt jetzt die neue Rezeptur. Es gibt nochmal Geschossschaden und Geschossexplosionsradius für Höllensturm-Raketenlafetten. Das heißt, er bufft vor allen Dingen jetzt Höllensturm-Raketenlafetten. Dann kriegt er nochmal Rüstung immun gegen Psychologie. Ne? Hier gibt es nochmal Kosten der Heldenaktion reduziert. Erhöhte Heldenerfolgschance für Zauberer. Nochmal Rang bei Rekrutierung für Zauberer. Und hier gibt es nochmal Kosten der Winde der Magie für minus 2 und nochmal minus 25% Abklingzeit. Das heißt, wir können immer noch ein extrem billiges Sengendes Verderben machen. Das kostet uns momentan 5. Ne, wir haben auch immer noch das ganze Set hier. Das ganze Set zusammen, was uns nochmal Energiereserve gibt, was uns ja nochmal Kosten für glänzender Mantel reduziert und so weiter und so fort. Ne? Nochmal mehr Abklingzeit auf den Zauber, mehr Energiereserve. Also wir sind immer noch der ganz klassische Mage-Kommandant. Wir buffen aber jetzt quasi hier nicht mehr alle Geschosseinheiten, sondern hier explizit Artillerie. Und dann gibt es hier oben nochmal eine Sache, wo wir uns entscheiden müssen. Entweder nehmen wir Waffenstärke für Nahkampfinfanterie oder wir nehmen hier Geschossstärke für Infanterie und Geschützeinheiten. Müsst ihr euch so ein bisschen natürlich anpassen. Ich würde euch natürlich immer das Erste empfehlen, weil, wenn wir ehrlich sind, das ist alles nur Bullshit. Imperiale haben leider keine guten Nahkämpfer. Das Einzige, was sie haben, ist hier halt Fernkämpfer. Ja, sonst halt hier eine ganz normale. Ah, ne, arkane Kanalisierung, ganz normale Metallmagie-Schule. Ja, das ist so ein bisschen die Überarbeitung. Ne? Nochmal Rüstung für die eigene Armee und so. Ist halt ganz, ganz nett. Kann man machen. Ja, dann Forschung und Co. hat sich auch nicht viel verändert, bis auf hier unten halt. Ne? Wir kriegen halt jetzt die Staatstruppen über Forschung. Weil wir ja jetzt nicht mehr dieses, vorher hatten wir ja die Staatstruppen über dieses imperiale, also, ne, dieses Elektra-Counts-Gedönse, was halt auch Karl Franz immer noch hat. Wir kriegen halt unsere jetzt ja auch über die Forschung, unsere Staatstruppen. Wir haben halt hier so ein paar Bonussachen bekommen, ne, wie Oberster Patriarch, wir kriegen mehr arkane Abhandlungen nach der Schlacht, wir kriegen plus 1 Einsätze für katalytische Zauber, da kommen wir gleich mal noch dazu. Kataklysmische Zauber, das ist sehr, sehr interessant bei ihm. Und allgemein so ein bisschen die Anpassung, Überarbeitung von den ganzen Forschungen. Das könnt ihr euch alles im Detail durchlesen. Das ist nicht weiter kompliziert. Ja, dann kommen wir mal zu seinem Hauptthema. Und das ist hier. Ach, jetzt ist das Tutorial hier an. Nein, danke. Das sind die Arkanabhandlungen. Arkanabhandlung ist eine Ressource, mit der könnt ihr zwei Sachen machen. Das erste ist, also drei Sachen könnt ihr machen. Das erste ist, ihr könnt Magier kaufen. Das heißt, ihr seht ja schon, wenn ich jetzt einen Goldzauberer mir holen will. Kriege ich plus 1 Heldenkapazität und rekrutiert sofort einen Geistzauber in der Zielregion, braucht dafür aber eine Zielsiedlung. Das heißt, wir können euch das, kann ich das mal zeigen. Ne? Wir haben ja am Anfang keine Siedlung. Hoffentlich habe ich jetzt nicht auf legendär gestellt, weil sonst wird das hier schwierig mit Auto-Resolven. Ne? Hier seht ihr schon mal, wir kriegen nach dem Kampf diese arkanen Abhandlungen. Das heißt, je mehr wir kämpfen, desto mehr arkane Abhandlungen kriegen wir. Und ihr seht auch schon, je mehr Zauberer hier aufsteht, desto mehr arkane Abhandlungen werden generiert. Das heißt, je mehr Zauberer an der Schlacht teilnehmen, je mehr Zauberer ich insgesamt besitze, ne, desto mehr bekomme ich von dem, quasi von dem Stuff. Das heißt, wir brauchen ein bisschen was an Zauberern, sowohl in der Armee als auch außerhalb. Können wir das hier mal reinnehmen. Können das hier besetzen. So. Jetzt kann ich quasi hier, ne, kann ich jetzt sagen, Goldzauberer hier in der Stadt, kann ja auf Vollführen drücken und könnte dann 100 Arkane Abhandlungen ausgeben, um einen Goldzauberer zu rekrutieren. Ihr seht auch immer, das gibt automatisch Heldenkapazität. Das heißt, jedes Mal, wenn wir einen Magier rekrutieren, kriegen wir Kapazität für noch einen Magier. Das heißt, wir brauchen keine Heldenkapazität über Gebäude oder Forschung oder Skillpunkte holen, sondern wir kriegen die Heldenkapazität immer so wieder. Und so kann ich das für alle Magiesache machen. Ne? Ich habe hier quasi Tod, ich habe Feuer, ich habe Himmel, ich habe Leben, ich habe Bestien, ich habe Licht und ich habe Schatten. Ne? Die haben alle diese. Wir beschwören einen von diesen Magier, der bekommt einen random Trade. Ne, da kann halt ein geiler Trade dabei sein, es kann aber auch kompletter Bullshit dabei sein. Ne, keine Ahnung, Nahkampfangriff und Ansturmbonus oder sowas. Kann aber auch irgendwie sowas sein wie mehr Erfahrungspunkte. Ihr könnt listige Zauberer und so bekommen. Also das ist alles ein bisschen random, was ihr da kriegt. Dann seht ihr hier schon, jeder Magietyp hat sogenannte wiederholbare Aktionen und einmalige Aktionen. Das heißt zum Beispiel bei den Metalllehre. Heißt jetzt zwar Goldzauber, aber es ist der Metallzauber. Wenn wir einfach Transmutation machen, das heißt, wir wandeln 150 arkane Abhandlungen in 3500 Goldstücke um.
Na, dann müssen wir auch kein Ziel wählen, dann können wir einfach vollführen drücken, hat drei Runden Cooldown, fertig ist. Dann haben wir hier Korrosion auf Kommando. Das heißt, wir können eine gegnerische Armee wählen. Rüstung minus 30 für feindliche Streitkräfte derselben Religion wie die Armee des angezielten Goldzauberers. Das heißt, wir müssen, also wir wählen keine gegnerische Armee, sondern wir wählen eine Armee, die wir kontrollieren. In der muss aber ein Goldzauberer drin sein. Ne? Das ist ganz wichtig für diese ganzen Abilities. Das funktioniert nur, wenn auch der Magier-Typ in dieser Armee ist. Das heißt, da Balthasar Gell ein Goldzauberer ist, könnte ich hier draufdrücken und alle Armeen, die sich jetzt in der gleichen Region aufpassen, nicht gleiche Provinz, sondern nur gleiche Region. Das heißt, alle Armeen, die sich Tempel der Elementarwinde befinden würden, ne, hier in diesem grünen Bereich, ne, hier rot ist schon eine andere Region. Das ist dann Dorf der Tigermenschen, würden 30 Rüstung verlieren. Und das sind quasi die einmaligen Aktionen, ne, Transmutation, Korrosion auf Kommando, die der gute Goldorden kann. Dann kann auch jeder Magier hat einmalige Optionen. Hier zum Beispiel gibt es Balthasar Gelt kann hier Rüstungen, also der Goldzauberer, ne, Balthasar Gelt ist halt ein Goldzauberer, deswegen geht das schon, kann Equipment bauen. Ne, hier zum Beispiel nochmal Rang bei Rekrutierung plus 2 für alle Kampfzauberer, Nahkampf, Abwehr, Feuerresistenz, Immun gegen Kontakteffekte. Wir können ja so legendäre Items quasi craften. Ne, hier Nahkampfangriff, Kosten der Magie. Hier haben wir nochmal Kosten der Magie minus 20% für Zauberer der Lehre des Metalls in allen Armeen und so weiter. Das kann man einmal machen. Das heißt zum Beispiel, der Buff ist permanent aktiv, solange man das quasi hat. Und dann gibt das die schöne Sache, gebundener Zauber Gehennas Goldzehre für Balthasar Geld. Das heißt, mit Balthasar sind wir in der Lage, die Kataklysmus-Zauber der jeweiligen Schulen zu machen. Das heißt, was sind Kataklysmus-Zauber? Alle, die mal die Warhammer 3-Kampagne gespielt haben, wissen, was das ist. Das sind spezielle Varianten. Also, das sind mal extrem verstärkte Varianten von bestehenden Zaubern. Das könnt ihr euch auch alles durchlesen. Es gibt hier oben wieder bei Liste Einheiten und Zauberer. Bei Zaubersprüche gibt es hier ganz unten Kataklysmus. Und da könnt ihr euch die Sachen durchlesen und da gibt es wirklich absolut OP-Stuff. Also das ist, diese Zauber sind wirklich sehr, sehr, sehr mächtig. Also, ne, das ist so, ihr macht einen Zauberspruch und die komplette Schlacht entscheidet sich nur anhand dieses einen Zauberspruchs. Das beste Beispiel zum Beispiel hier ist die Zeitschleife. Die Zeitschleife sorgt, dass alle gegnerischen Einheiten auf der ganzen Karte, auf der ganzen Gefechtskarte, sich 45 Sekunden lang nicht bewegen können. Das heißt, die stehen eine Dreiviertelminute still und können nicht laufen. Die bleiben stehen. Und ihr kriegt nochmal Geschwindigkeit und Ansturmbonus für all eure Einheiten dazu. Jetzt könnt ihr euch natürlich ausmalen, wenn ihr das mit einem Kavallerie-Fullstack baut, ja, da überlebt nichts. Ja, Kavallerie mit 40% Geschwindigkeit und Ansturmbonus und die Gegner müssen halt stehen bleiben. Ja. Glaube ich, muss ich nicht mehr zu sagen. Ist ein bisschen dumm. Und so gibt das halt hier, ne? Auch das Leben hat zum Beispiel, ne, ihr seht es halt hier. Hat eine 45 Meter Effektreichweite für 20 Sekunden, stellen wir pro Sekunde 1 HP, 1% pro Sekunde quasi Lebenspunkte wieder her. Das ist, ne, so wie Kavallerie, also im Imperium ist das nicht ganz so krass, aber zum Beispiel das mit Kavallerie kombiniert oder mit einem Nahkampfstock, auch super, super mächtig. So geht das halt durch alle durch, ne? Hier haben wir quasi für 2 Minuten, 2 Minuten einen Buff für 50% Waffenschaden, Rüstungsdurchdringer, Waffenschaden, Nahkampfangriff, physische Resistenz. Könnt ihr euch ja ausmalen, was man so mit 2 Minuten Buff alles anfangen kann. Ja, da haben wir halt hier noch die Goldsphäre, ne? Das ist halt so ein Windzauber. Da geht die Sphäre durch, die passt auf, die geht sehr, sehr lang. Ihr seht das ja schon, die hat eine sehr lange Reichweite. Ist halt wirklich extremst lang. Wie das geht, ne, ihr seht halt hier 13 Sekunden und das Ding macht 14 Meter pro Sekunde. Das heißt, es sind über 140 Meter, was das Ding fliegt. Super, super krass. Ja, dann hier sowas wie Magmasturm, ne? Könnt ihr euch hier alle angucken. Die Kataklysmus-Zauber sind alle geil. Ja, es ist einfach alles geil. Ja. Die könnt ihr alle freischalten, diese Kataklysmus-Zauber. Das heißt, wir brauchen dafür 2000 zum Beispiel für die Goldsphäre. Wenn wir hier reingehen, zum Beispiel beim Amethystorden, ne, ihr seht halt hier schon den Unterschied. Das ist eine einmalige Aktion. Das heißt, die haben wir permanent freigeschaltet. Wenn wir jetzt zum Amethystorden gehen, sehen wir hier hinten Asche zu Staub. Das gewährt der Armee des anvisierten Amethystzauber die Armeefähigkeit Asche und Staub. Das heißt, wir brauchen wieder eine Armee, wo ein Amethystzauber drin ist. Und dann kriegen wir quasi diese Schlachtfeldfähigkeit. Das Ding hat aber 7 Runden Cooldown.
Das heißt, es ist nicht permanent, sondern wir müssen das immer wieder ausgeben, wenn wir das haben wollen. Ne, hier können wir auch wieder einen Amethyst-Zauberer machen und wir können hier sagen, dass alle unsere fügt einen Feind in die Streitkraft in derselben Region wie der Armee des angezielten Amethyst-Zauberers Schaden zu. Na, das sind quasi die wiederholbaren Aktionen. Dann haben wir hier auch wieder einmalige. Das heißt, wir kriegen hier einmal das Stundenglas der Süßschande. Ihr seht schon, das kann nur an einem Amethyst-Zauber ausgerüstet werden. Ist halt ein Item. Na, ihr seht schon, was einen gebundene, was quasi Kosten von Seelenraub verringert. Das ist sehr gut. Und die passive Fähigkeit Letzte Riten hat. Letzte Riten gibt Energienachladerate und Reserven pro Sekunde. Wirksamkeit mit jedem Feind, den ihr quasi getötet habt. Also den, die ihr der Amethyst-Zauberer getötet habt. Und dann haben wir hier nochmal, ne, Kosten der Mitte der Magie reduzieren sich. Dann haben wir hier Feuer, ne, kann einfach einen Feuerzauber machen, kann dann hier feuriger Schlüssel machen. Die angezielte Feuerzauber verursacht beim Belagern Mauerdurchbrüche, zerstört alle defensiven Vorräte der Stadt. Das heißt, damit könnt ihr sofort Mauerdurchbrüche machen. Dann können wir hier den Magmasturm freischalten. Haben hier wieder Items, dass nur zum Beispiel ein Feuerzauberer ausgerüstet werden kann, weil das dann den Feuerzauberer bufft. Also, ne? Ihr habt hier verbrannt, ihr kriegt quasi einen Kontakteffekt mit verbrannt. Er kriegt Flammattacken und er kriegt Cooldown und weniger Unterhalt für kaskadierender Flammenschutz. Und so haben halt alle Zauberer, ne, haben halt ein Item, was sie herstellen können, haben halt diese einmalige Sache, dass die Kosten für ihre jeweilige Schule gesenkt werden und sie haben halt ihren Kataklysmus-Zauber plus halt immer noch eine Sache, die sie noch dazu machen können. Das heißt hier zum Beispiel der Lebensmagier aus dem Jade-Orden, der kann eine Armee vollständig heilen. Der Himmelsmagier kann die Aktionspunkte einer Zielarmee wieder zurückgeben. Ne? Der Bestienmagier gewährt Armee des anvisierten Bergschauer die Armeefähigkeit Ruf der Wildnis. Das kann quasi Einheiten beschwören. Und zwar leibhaftige Elementare könnt ihr den Kampf beschwören. Also einmal. Dann haben wir hier eine Lichtbarriere. Ne? Das heißt, alle Zauber, alle Einheiten bekommen quasi die Barriere, kriegen 200 Punkte Barriere in der Armee. Dann haben wir hier den Schattenzauberer, der schaltet die Schleicherstellung frei. Ne, Schleicherstellung ist die Stellung, die zum Beispiel Skaven, Tiermenschen und so weiter haben. Das heißt, wenn sie dich angreifen, können sie dich im Hinterhalt erwischen. Und wir kriegen nochmal 100% Hinterhaltserfolgschance. Das heißt, ihr könnt auch eine ganze Hinterhaltsarmee mit Balthasar Geld bauen. Oder mit halt irgendeiner anderen Armee. Das ist ja nicht nur auf Balthasar Gelds Armee. Das heißt, irgendeine Armee, die halt einen Schattenzauberer drin hat. Und ja, das ist die neue Sache. Dann, naja, ich habe das ja nicht ohne Grund eingenommen. Dann kommen wir mal zu der zweiten Mechanik, die hier zukommt. Ihr kriegt immer wieder, also ihr seid sehr verbunden in der Kampagne, wenn ihr in Kessel bleibt, mit Zhao Ming, dem Eisendrachen. Ihr habt jetzt mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt euch gut stellen mit Zhao Ming oder ihr könnt euch scheiße stellen mit Zhao Ming, je nachdem, wie ihr das machen wollt. Wenn man zum Beispiel sagt, man stellt sich scheiße mit dem, kriegt man meistens sehr, sehr viel Geld. Wenn ihr sagt, okay, ich habe meinen Startgegner platt gemacht, dann hau ich sowieso ab, dann könnt ihr euch auch scheiße mit Zhao Ming stellen. Das ist komplett irrelevant dann, ne? Oder ihr sagt halt, ne, ihr nehmt hier gastfreundliches Volk für Kontrolle und lokale Provinzen und diplomatische Beziehungen, wenn ihr zum Beispiel hier bleiben wollt. Ihr könnt jetzt auch sagen, Vorräte anfordern, dann wird eure Stadt sofort auf Stufe 2 ausgebaut. Ne, Tempel-Elementarwürde, die wir eingenommen haben, das würde ich hier immer zum Beispiel machen. Dann ist das hier gleich eine Stufe 2 Stadt. Und so kriegt ihr halt immer mal Events, je nachdem, welche Punkte ihr einnimmt auf der Karte, kriegt ihr Events mit Zhao Ming. Und wenn ihr dann quasi beim die letzte Stadt eingenommen habt, der Gegner, dann, wie gesagt, könnt ihr euch entscheiden, bleibt ihr da in Kessel oder verkauft ihr alles, was ihr habt und werdet dann nach Altdorf mit euren Armeen teleportiert und euren quasi gesamten Einheiten. Das ist so die Sache. Das, was ihr nicht machen braucht, ist diplomatische Beziehung bei dem irgendwie kaufen. Der mag euch von vorne bis hinten. Na, da kommen wir auch schon mal zum Thema Diplomatie-Expansion. Das ist hier relativ simpel. Ihr geht hier runter, macht halt die Kessei-Hampelmann platt. Ja, der ist absolut keine Herausforderung. Ihr müsst immer noch ein bisschen aufpassen. Er wird irgendwann mal eine Full-Stack aufstellen. Da würde ich euch empfehlen, versucht ein bisschen Kavallerie zu rekrutieren. Das heißt, versucht ihr euch vielleicht ein, zwei Pistoliere mehr mitzunehmen. Vielleicht sogar zwei oder drei. Und geht, wenn ihr Infanterie unbedingt bauen wollt, geht unbedingt auf die Armbrustschützen zusammen mit den Schwertkämpfern in Kombination, weil die halt das Schild haben. Ne? Also er kommt halt mit hauptsächlich, kommt er halt mit, naja, er kommt halt mit diesen ganz klassischen Bauern und Jadekriegern im Infanterie, aber das Gefährliche bei Kassay ist natürlich der Fernkampf. Das heißt, Kavallerie und selber Schützen mit sich bringen. Eure einzige Artillerie hier wird sehr, sehr viel Work machen. Auch die Kavallerie wird sehr, sehr viel Work machen. Und ihr werdet natürlich Magier in die Armee reinstecken. Ne? Weil denkt dran, je mehr Magier in der Armee drinne sind, desto mehr von diesen Arkan-Abhandlungen kriegt ihr und ihr braucht diese Arkan-Abhandlungen.
Abwandlungen, ja, um diese ganzen Sachen freizuschalten, ne? Wie hier zum Beispiel Zeitschleife. Ihr seht, das ist auch schon gelockt, weil wir noch gar keinen Lichtmagier haben. Das heißt, wir wählen jetzt mal hier die Armee aus. Zack. Und können uns hier einmal einen Lichtmagier hier. Was haben wir für einen gekriegt? Haben Intelligenten bekommen. Naja, immerhin. Können den hier reinmachen. Jetzt haben wir quasi den Lichtmagier freigemacht. Und jetzt sehen wir hier, okay, wir brauchen zum Beispiel 300 für die Zeitschleife, um den krassen Kataklysmus-Zauber einzusetzen. Und dann müsst ihr hier quasi gucken und balancen, wie viel Magier ihr mit in die Armee nehmen wollt. Naja, das ist so ein bisschen eine kleine Balance-Frage. Was nimmt man mit, was nimmt man nicht mit? Ich für mich persönlich bin ein großer Freund von dem Lichtmagier. Ne? Einfach Zeitschleife ist ziemlich krass. Das, was ich auch gerne noch mitnehme, ist ein Schattenmagier, weil wir diese Erfolgschance auf Hinterhalt ist halt sehr, sehr gut gegen Kassel, ne? Wenn die quasi im Hinterhalt erwischt werden, könnt ihr quasi eure Schützen schon so alle so positionieren, dass die alles, ne, sehr gut zusammenmöbeln kann. Dann kann man sich überlegen, das, was ich immer gerne gemacht habe, also, ne, also so zwei, drei Magier. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben unseren Gold, ne, dann haben wir das Geld, wir haben jetzt einen Lichtmagier, wir nehmen einen Zauberer mit, also einen Schattenmagier mit und dann eventuell noch einen Himmelsmagier mitnehmen oder so. Man könnte hier auch noch für einen Feuermagier, ne, da sind wir schon bei 5 Mages, einfach weil Feuer sehr gut mit Fernkampf skaliert. Das, was ich dann gemacht habe, alle Magier, die ich quasi nicht mit in die Armee reingenommen habe, habe ich quasi nebenbei herlaufen lassen. Das heißt, ihr könnt ja sagen, hier, ich nehme den Jademagier mit, der ist scheiße für die Armee. Ne, weil Heilmagie, Leere ist halt kacke mit einem Fernkampfarmee. Und ihr baut eine Fernkampfarmee hauptsächlich. Ne? Auch selbst wenn ihr ein bisschen Kavallerie dabei habt, aber ihr habt ja keine Single-Target-Entities. Ne? Lebensmagie skaliert am besten mit Single-Target-Entities. Das heißt, ihr lasst den einfach mitlaufen. Und wenn ihr dann sagt, okay, scheiße, ich brauche jetzt hier den Full-Life-Heal, könnt ihr ihn ja quasi einfach reinnehmen in die Armee. Ihr drückt dann auf den Full-Life-Heal und könnt ihn dann wieder rausnehmen aus der Armee. Ne, das heißt, ihr könnt eure Magie immer so ein bisschen hin und her tauschen. Da müsst ihr so ein bisschen, wie gesagt, das Balancing finden. Ich würde sagen, mit Balthasar Geld peilt mal so noch 4 extra Magier an. Ne, Licht, Schatten, Feuer und dann guckt ihr am besten noch, was ihr, ne, Licht, Schatten, Feuer, eventuell noch einen Himmel mit rein. Ihr könnt aber auch, ne, wenn ihr sagt, nee, komm, ich will ja auch noch ein Bestien mit reinnehmen oder so, aber, ne, oder hier einen Tod zum Beispiel, Amethyst, wenn ihr unbedingt noch ein bisschen Single-Target-Damage für Helden oder so haben wollt oder so, da müsst ihr ein bisschen gucken. Ihr müsst einfach ein bisschen gucken, was wollt ihr spielen? Wollt ihr Fernkampf spielen? Wollt ihr Nahkampf spielen? Habt ihr eher so eine mobile Plänkelarmee, vielleicht mit Granatwerfern und Musketenschützen und Pistolieren? Oder habt ihr die ganz klassische Schwertträger nach vorne, Bogenschützen dahinter Armee? Da müsst ihr einfach ein bisschen gucken und anpassen, so ein bisschen, wie ihr das spielen wollt. Und da würde ich euch empfehlen, quasi so 4 Magier ungefähr anzuaimen. Das heißt, Balthasar plus 4 Magier plus dann den Söldnerhauptmann. Und das, ne, das ist so ungefähr das, was ich versuchen würde anzuaimen. Das Schöne ist später, die bekommen relativ früh ihre ganze Kavallerie. Das heißt, ihr könnt die Mages auch erstmal als Kavallerie benutzen, weil, ne, die sind halt dann auf dem Pferd und damit könnt ihr zum Beispiel sowas wie Bauernbogenschutz und so, könnt ihr quasi am Schießen hindern. Das wird zwar ewig dauern und wenn ihr Pech habt, dann machen die Bauernbogenschützen auch den Magier platt. Wenn da ein bisschen Hilfe noch mit dazukommt, also ein bisschen Auge drauf, aber solange die Bogenschützen beim Gegner nicht schießen können, können sie euch halt nicht, ne, ist halt der Damage rausgenommen bei Kassel sozusagen. Und das ist so ein bisschen dieses, ne, da kann man das so ein bisschen als Kavallerieersatz spielen. Muss man ein bisschen aufpassen, ne, wenn der Gegner auch Kavallerie hat oder dann anfängt, mit Bogenschützen umzunocken und so und sich dann ihr nicht alle Fernkämpfer, sagen wir mal, kontrolliert bekommt, sondern dann, ne, passt da ein bisschen auf, dass ihr euch die ganze, die Magie halt nicht raussnipet. Jo, sonst, wenn wir hier bleiben. Das heißt, wenn wir hier quasi das ganze Ding erobert haben und hier bleiben, ist der nächste logische Gegner hier oben der Untote. Wir sind relativ gut aufgestellt gegen den Untoten, ne? Wir haben eine Artillerie dabei. Vielleicht haben wir bis dahin auch noch eine zweite Artillerie, je nachdem. Ne, geldtechnisch muss man hier ein bisschen aufgucken. Wir sind eine Fraktion, die sich geldtechnisch sehr, sehr viel über Handel holen wird. Ne? Das heißt, ich würde euch hier die Handelsgüter empfehlen über die Weberhäuser, genau wie bei Elsbeth.
euch das ja schon gesagt haben, wir machen viel, viel mehr Geld im Early Game, viel, viel schneller Geld mit diesen Handelsgütern, vor allem, weil wir hinten in Cassay halt sehr viele, sagen wir mal, Freunde haben. Ne? Wir haben diese ganzen verschiedenen Cassay-Fraktionen, die hier über uns rum sind. Wir können uns mit den Ogern anfangen, versuchen gut zu stellen. Das ist zwar ein bisschen knifflig, da wir hier, ihr seht, schon minus 25 haben, aber das geht, das schafft man, weil sich mit Goldzahn großstellt, ist das ein sehr, sehr starker Handelspartner. Und dann geht ihr quasi, macht ihr den Untoten platt. Und dann kann man gucken, ob man sozusagen Cassay sichert. Das heißt, wir töten alle Fraktionen innerhalb Casseys, die den Cassay-Fraktionen schaden. Das heißt, wir machen die Ratte platt, wir machen den hier oben sitzt da, ne? Hi, hi, den, wie heißt der? Der Kraken Lord. Ich kann auch seinen Namen nicht. Lokir? Lokir, Teufelserz? Er ist da so, ne? Lokir, war das Lokir? Dunkelelfen. Der Hampelmann hier. Lokir, Teufelsherz, der Kraken Lord. Ne? Kicken den raus. Eventuell nehmen wir hier unten dann auch noch die Echse raus. Ich würde euch empfehlen, bleibt erstmal in Cassay und versucht, sagen wir mal, Cassay zu sichern. Dass, wenn zum Beispiel dann hier oben die Chaos-Fraktionen irgendwie groß werden und hart reindrücken, dass ihr dann zumindest versucht, die Chaos-Fraktionen gegenzudrücken und dann hier oben all die Gebiete quasi zurückerobert, die sie sich geschnappt haben und dann hier oben selber halt krasse Gebiete habt, wo ihr halt sehr viel Geld, Handelsgüter etc. rausmacht. Und dann müsst ihr hier oben ein bisschen gucken, ne? Die Tore sind halt schöne Bollwerke. Hier oben haben wir das Problem mit den Chaos-Siedlungen. Das ist wieder unangenehmes Klima. Ja, wenn wir hier reingehen, hier chaotisches Ödland, Ödland, magischer Wald und arktisch, das mögen wir überhaupt nicht. Das ist halt groß hier oben. Müsst ihr ein bisschen gucken, aber ihr könnt das quasi nicht ignorieren. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn wir Balthasar Geld spielen. Wenn Cassay fällt, fallt ihr halt mit. Ne? Das ist so ein bisschen, ihr seid sehr symbiotisch mit Cassay. Ihr könnt natürlich auch ansagen, ihr greift Cassay an und erobertet die. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn ihr das wollt. Aber das würde ich euch nicht empfehlen. Ihr habt genug Expansionspotenzial, wenn wir mal annehmen. Ne? Ihr macht hier die Untoten platt, macht hier die Ratten platt und macht den Dunkelelfen hier platt. Und hier oben, sagen wir mal, Cassay gewinnt. Das heißt, Cassay macht hier oben die ganzen Chaos-Fraktionen platt. Geht hier hinten vielleicht auch sogar schon in den Ork rein, könnt ihr immer noch sagen, ey, komm, ich gehe hier unten nach, ne, ich gehe hier unten nach dem Untoten rein, ich hole mir hier unten die ganze Siedlung hier hinten. Warte mal, was haben wir? Inseln? Ja, Inseln ist zwar gelb, aber ist trotzdem noch okayisch, wenn wir uns die Inseln hier unten holen, weil die halt alle Häfen haben, die trotzdem sehr, sehr viel Geld abschmeißen. Ihr könnt auch sagen, na, wenn ihr mit den Ogern nicht Best Buddies machen wollt, ihr geht halt ins Gebirge rein. Das ist halt alles grün. Hier ist halt, ne, hier sind halt, hier in Kallesbeckus ist halt eine Goldmine. Hier sind auch mal Gewürze. Hier oben ist überall Eisen. Ne? Hier oben bei dem Ork sind Diamanten und weiß ich was alle. Fälle, glaube ich, sind hinten auch noch. Also, ihr wollt diese Handelsgüter priorisieren. Ne? Die machen euch, bringen euch übelst viel Geld. Also, ihr habt genug Expansionsspielraum. Ihr müsst nicht gegen Cassay gehen. Ihr könnt das natürlich machen, aber ich würde euch das nicht empfehlen. Ja, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht hier bleiben, Diplomat, also wenn ihr sagt, ne, ihr habt jetzt hier hinten die letzte Stadt, meistens ist hier Bambuskreuzung die letzte Stadt eingenommen und ihr wollt nicht in Cassay bleiben, sondern landet oben in Altdorf, ja, da müsst ihr euch dann selbst entscheiden, wo ihr hin wollt. Wie gesagt, ihr habt 10 Runden Zeit, wo ihr keinen Unterhalt bezahlt, extreme Verlustverstärkungsrate auch in gegnerischem Gebiet habt. Da könnt ihr euch überall hinsetteln, wo ihr wollt. Entweder könnt ihr helfen, das Imperium wieder aufzubauen, indem ihr irgendwie Festus angreift oder euch im Mittenland reinsetzt oder so, wenn das irgendwie Tiermenschen platt gemacht haben. Ihr könnt zu den Hochelfen schippern und da euch hinsetzen. Ihr, keine Ahnung, könnt Vlad direkt angreifen und versuchen, euch in Drakenhof festzusiedeln. Also, ihr habt da die Qual der Wahl, ne? Ihr könnt überall hingehen, wo ihr wollt. Ihr könnt nach Arkendorf gehen und gegen den Oger dort unten kämpfen, ne? Speck, nicht Speckus, sondern den anderen. Wie heißt da? Der Priester des Schlunds. Komme ich nicht auf den Namen. Hier. Skrak. Genau. Könnt Skrak in Arkendorf angreifen. Also das ist dann komplett euch überlassen. Das Neue bei Balthasar Geld ist halt wirklich, ihr müsst so ein bisschen gucken, wie viel Magier wollt ihr mit in die Armee nehmen, welche Magier wollt ihr daneben laufen lassen. Ihr müsst natürlich auch darauf aufpassen, ne? Die Magier sind sehr, sehr teuer und bringen erstmal kein Kampfpotenzial mit, ne? Weil so ein Magier, sagen wir mal, es macht keinen großen Unterschied, ob ich ein oder fünf Magier in der Armee habe, was das Stärkepotenzial angeht, weil ich halt sowieso nur einen Magier benutze, um eine Magieschule zu wirken, quasi, um damit Schaden zu machen. Da müsst ihr ein bisschen, passt ein bisschen auf. Das Schöne ist, die kriegen ja alle dann nochmal so Spezialbäume. Ne? Die haben ja alle jetzt Spezialbäume bekommen, die Magier, die nochmal so ein paar Extra-Punkte kommen.
wo ihr euch nochmal überlegen könnt. Ihr müsst, denkt dran, ihr braucht nur einen einzigen Magier in der Armee mit Auskundschaften skillen, weil selbst wenn ihr fünf Magier mit Auskundschaften habt, Auskundschaften stackt nicht. Das heißt, ein Magier, ich würde euch hier dem Lichtmagier empfehlen, weil das einzige Interessante beim Lichtmagier ist tatsächlich das Netz im Early Game. Das heißt, ihn ja einfach auf Auskundschaften stellen und alle anderen Magier quasi auf ihre Damage-Magie-Schulen skillen. Ja, und dann müsst ihr so ein bisschen das Balancing-Thema finden. Das ändert sich immer so ein bisschen, ne? Wenn natürlich dann hier später auf ihrem Reittier sitzen, ne, auf imperialen Pegasus, dann habt ihr eine relativ mobile, in Anführungszeichen, Kavallerieeinheit, aber aufpassen, ne, die sind halt echt nicht besonders stark. Ihr könnt natürlich überlegen, da ihr sehr wenig, sagen wir mal, Nahkampfhelden habt, ihr könnt natürlich noch mehrere von den Hauptmännern mitnehmen oder auch noch einen Glaubenspriester etc., aber ihr könnt tatsächlich dann auch anfangen, diesen Magiern Waffen zu geben, die mehr Schaden machen, Rüstung und so weiter. Ja, ihr könnt sie ein bisschen nahkampflastig skillen, weil auf ihren fliegenden Reittieren sind sie trotzdem relativ gut in der Lage, ne? Wenn wir mal reingucken, ne? Wir kommen ja auf 70 Rüstung, wir haben ein bisschen Ansturmbonus, wir haben zwar nur 25 Nahkampfangriff, 30 Nahkampfabwehr, 300 Waffenstärke, aber wir haben zumindest so gegen Zombies, gegen Bogenschützen, ne, gegen so leichte Einheiten, kann man die tatsächlich einsetzen, damit sie ein bisschen Kampfpower ins Spiel bringen, außerhalb ihrer Magie. Ja, das ist immer so ein bisschen knifflig bei Balthasar Geld im Early Game. Passt auf, macht nicht zu viele Magier. Also so sagen wir mal, wenn wir uns der 6, 7 Magier, also plus Balthasar Geld quasi, das ist zu viel. Ich würde quasi wirklich nur so 4 Magier, eventuell sogar 3 bis 4 Magier plus Balthasar Geld. Das ist, finde ich, hat sich in den Anspiel-Sessions sehr gut so als Sweet Spot erwiesen. Aber mehr ins Feld zu bringen, oh, das ist im Early Game. Also später, sagen wir mal, wenn der Rest der Armee das ausgleicht, ist das kein Problem. Ne? Wenn ihr 3, 4 Höllensturm-Raketenlafetten habt und eure Endgame-Sachen habt, ne, Dampfpanzer und Landschiffe und weiß ich was alles, ne, also wenn ihr einen guten Artilleriestock habt, dann ist das überhaupt kein Problem. Ne? Dann könnt ihr auch 10 Magier in die Armee packen, wenn halt der Artillerie-Wumms dahinter steht. Aber vor allem jetzt im Early Game, ja, wo halt tatsächlich sehr viel auf dieser einen einzigen Raketenlafette liegt, was Damage angeht, naja, vor allem auf den Armbrustschützen liegt, und selbst die Schwertkämpfer müssen doch hier schon Schaden machen in der Armee. Puh, da müsst ihr ein bisschen gucken. Kleiner Tipp noch, was mir gerade eingefallen ist. Baut die Bogenschützen nicht. Das heißt, ihr könnt ja hier diese Bogenschützen bauen. Die Dinger solltet ihr nicht rekrutieren. Lasst es. Das Problem bei den Dingern ist, die haben weniger Reichweite als die gegnerischen Bogenschützen. Das heißt, wenn ihr versucht, mit den Bogenschützen gegnerische Bogenschützen anzugreifen, habt ihr immer den Nachteil, weil ihr zuerst 1, 2 Salven abbekommt, bevor den Gegner in Reichweite bekommt. Das heißt, ich würde euch empfehlen, wenn ihr Fernkampf spielt, dann holt euch lieber die Armbrustschützen. Die sind zwar teurer, aber dann nehmt ihr vielleicht eine Einheit weniger mit, aber dafür habt ihr die Armbrustschützen, die gleiche Reichweite haben. Na, das ist hier, Reichweite ist sehr, sehr wichtig in dem Spiel, wenn ihr mit Kassel, wenn ihr gegen Kassel spielt. Und wie gesagt, ich würde euch hier wirklich raten, holt euch 2, 3, vielleicht sogar 4 Pistoliere mit in die Armee. Die sind auch nicht gerade billig, aber versucht, die mitzunehmen. Die helfen euch sehr, sehr gut, vor allen Dingen, weil ihr sie wirklich als Nahkampfkavallerie spielt. Es dauert halt sehr, sehr lange. Ihr könnt natürlich auch sagen, ihr nehmt das hier mit, weil die Ritter des Imperiums sind sehr teuer. Na, also die Ritterimperium, ihr seht das hier mit 213, die sind zwar sehr stark, aber die guten Dinger hier, 2 Stück davon, kommen ungefähr auf das gleiche, kosten ein bisschen mehr, aber ihr kriegt halt 2 Einheiten davon. Na, das ist halt einfach ihr habt halt 2 Einheiten und die sind auch sehr gut in der Lage, Bauernbogenschützen besiegen sie sogar gegen die Jadekrieger-Bogen-Armbrustschützen, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, da kann das sein, dass sie das sogar verlieren, das 1 gegen 1, aber es geht ja nur darum, die Gegner zu verhindern, dass sie quasi alle auf einmal schießen können. Ne, es geht ja nur, ihr müsst es ja nur schaffen, sie zu verzögern, weil eure Artillerie Stück für Stück alles abreißt. Ne, die Artillerie, werdet ihr merken, die wird absolut MVP sein, die dürft ihr auch nicht verlieren, die müsst ihr um jeden Preis beschützen, die muss auch immer schießen können, die dürft ihr nirgendwo hinstellen, wo irgendwie Bäume im Weg sind oder so. Ne, also das ist eure absolute MVP-Einheit in Kombination mit der Kavallerie, die carryen euch quasi das komplette Schlachtfeld. Aber wie gesagt, ne, ich würde euch wirklich empfehlen, nehmt hier so ein paar Sachen mit. Ne? Ihr könnt auch das hier unten bauen, wenn ihr das wollt. Da kriegt ihr quasi genau die beiden Einheiten, die ihr haben wollt am Anfang. Die Schwertkämpfer und die Pistoliere. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr baut das hier, ne,
Können wir später halt auch noch ausbauen. Das ist ein neues Spezialgebäude. Die Beziehung ist irrelevant. Ist eher das Wachstum, was hier nett ist, plus das, was uns erlaubt zu rekrutieren. Das, was wir dann noch machen, ist, wir werden trotzdem, also ihr könnt dann trotzdem noch eine Kaserne bauen, wenn ihr noch Armbrustschützen wollt. Ihr könnt aber auch sagen, ey, komm, scheiß drauf. Ich habe jetzt zwei Armbrustschützen. Das reicht mir. Und ich rekrutiere dann vielleicht nicht zwei oder drei Pistoliere, sondern mach fünf oder sechs Pistoliere draus. Na, also vielleicht kann man überlegen, ne? Man könnte jetzt auch sagen, okay, man baut das jetzt hier noch schnell einmal aus, holt sich noch zwei Armbrustschützen, reißt das wieder ab und packt dann das Geldgebäude oder das Wachstumsgebäude rein, ne? Je nachdem, wie das aussieht bei euch, wie das quasi läuft in eurer Kampagne, wie gut ihr, sagen wir mal, weg eure Truppen getradet habt gegen die Gegner, ne? Könnt da ein bisschen habt da ein bisschen Spielraum, wie ihr das hier machen wollt. Ja, das ist eigentlich alles, was man so bald als er Geld sagen kann. Es ist sehr lustig. Er ist ein bisschen overtuned. Ihr werdet das merken. Im Early Game ist er relativ schwach. Ne? Ganz klassisch, weil er halt imperial ist. Ne? Imperial haben halt keine guten Truppen. Das ist halt immer das große Problem von dem Imperialen im Early Game. Aber ab Mid- bis Late Game werdet ihr merken, holla die Waldfee. Es gibt eigentlich keine gegnerische Armeekomposition, die euch schlagen kann. Weil ihr euch immer darauf einstellen könnt, wie ihr das machen wollt. Ne? Wenn ihr gegen Fraktionen kämpft, die einen großen Fernkampffokus habt, ja, kein Ding hier, ne? Schatten war das, ne? Genau, Schattenmagiereien, 100% Hinterhaltfonds mit Schleicher. Ne, Quicksave-Feuer, dann ist das absolut kein Problem. Dann habt ihr irgendwie 80% Chance, dem Gegner im Hinterhalt zu erwischen, wenn er nirgendwo rumsteht und keine Abwehr auf Hinterhaltschance geskillt hat oder sowas. Kriegt ihr quasi Chaos-Zwerge, kriegt ihr damit instant auseinandergeknüpft. Ne? Ihr könnt sagen, okay, der Gegner ist jetzt Ork, der hat jetzt eine War-Armee, kommt jetzt mit zwei War-Armeen an, ne? Vier Full-Stacks, ja, kein Ding. Ich nehme hier Sturm des Fisch, nehme mir schon mal Amethyst-Magier, ne? Nehme mir schon mal den, mache ich schon mal den Amethyst-Zauberer, mache ich schon mal Damage auf alle Armeen. Supergeil. Auch gegen War-Armeen ist wieder Hinterhalt eine schöne Sache, ne? Ich habe halt die Möglichkeit, okay, Alter, ich kämpfe jetzt gegen richtig hart gepanzerte Gegner. Ja, wie wär's denn mal mit -30%, mit -30 Rüstung auf alle Sachen und so weiter, ne? Das ist so dieses, also ihr habt tatsächlich sehr, sehr, ihr könnt sehr, sehr viel Power rausholen und ihr habt halt immer noch diese Oh-Shit-Buttons, ne? Wenn halt alle Stricke reißen, nehmt euch halt eine Zeitschleife mit. Und dann könnt ihr quasi die ganze Armee für 45 Sekunden stillstehen lassen. Ja, kombiniert das mit einer Fernkampfarmee, ja, was soll der Gegner machen? Ihr steht dann 45 Sekunden da und ihr könnt ihn zerschießen. Ne, oder er macht eine Kavallerie-Armee und überrennt einfach alles mit der Zeitschleife. Ne? Also, wenn's Not an Mann ist, holt euch diese Kataklysmus-Zauber, die sind so dermaßen overpowered. Es ist Wahnsinn. Sie kosten natürlich auch schön Magie, ne? Also 20 Magie ist nicht ganz billig, aber Magie sollte mit der Fraktion von Balthasar Geld kein Problem sein. Ich glaube, ihr kommt ja auf, ich glaube, 200 Energiereserve oder so kriegt ihr zusammen mit Balthasar Geld. Das ist überhaupt kein Problem. Also, ja. Gut. Sollten noch Fragen etc. offen sein, ne? Benutzt die Kommentarsektion auf YouTube. Und dafür ist er da. Ich beantworte sie alle sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, haut da rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und zwar gucken wir uns dann den guten Karl Franz an. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dann.